Es gibt eine weitere Bewerbung für Seven Worldwide von der Community hier nochmal eingeschickt im Discord. Und zwar von Mölten will raus. Seven vs. Wildcard Bewerbung Staffel 3, erste Übernachtung im selbstgebauten Shelter. Mölten will raus. Let's go. Ja, Leute, grüßt euch doch mal. Und natürlich auch Moiner, lieber Fritz und die ganze Community. Ich bin der Grüße. Mölten und mit diesem Video bewerbe ich mich für die dritte Staffel von Seven vs. Wild. So, wildes Intro hier. Ich möchte mich natürlich gerne noch mal kurz vorstellen. Wie Yes. gesagt, ich bin der Mölten, 34 Jahre alt und komme aus Hamburg. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und in diesem Job arbeite ich derzeit auch. Ansonsten habe ich Oh, ist er Gangster-Rapper oder was? unter dem Pseudonym Scotch Rap-Musik gemacht und an diversen Video-Battle-Turnieren teilgenommen. Aha, Ich mache okay. einen Podcast, der wöchentlich erscheint, aber den größten Teil meiner Freizeit verbringe ich definitiv mit Sport. Früher viel Mannschaftssport, heute viel Laufen, viel Fitness und viel Wandern. Am meisten brenne ich seit einiger Zeit jedoch für das ganze Outdoor-Thema. Ich betreibe meinen eigenen YouTube-Kanal, Mölten will raus, auf dem ich meine Touren festhalte. Diverse Solo-Overnighter, ein 80-Kilometer-Marsch und unterschiedlichste Challenges. Ich möchte heute zum allerersten Mal ein eigenes Shelter bauen im Wald und dort dann auch die Nacht verbringen. Wettertechnisch ist es heute so mäßig. Ich habe natürlich in irgendeinem Video schon mal gesehen, wie jemand so ein Teil gebaut hat. Aber ich habe mich jetzt nicht extra noch mal vorher hingesetzt und geschaut, wie baut man jetzt genau so ein Shelter auf. Ich würde das jetzt alles mal nach Gefühl machen. Okay, und spannend. Dann gucken wir am Ende mal, ob man darunter pennen kann. Ich habe, wie gesagt, heute nichts anderes mit dabei. Es wird heute im Wald gepennt. Wollen wir mal sehen, worunter dann am Ende, ne? Okay, mal schauen, ob, also was er jetzt an Gear dabei hat. Ich habe jetzt zwei etwas dickere Äste rausgesucht. Ah, ich dachte schon, hier stehen zufälligerweise zwei Astgabeln, die nehme ich, aber nein, die hat er schon rausgesucht. Die eine Astgabel hier oben haben. Okay, gut. Die werde ich von der Länge her gleich nochmal ordentlich zurechtstutzen. Die werden das Grundgerüst bilden. Ich habe mich ziemlich schwer getan und habe locker über eine Stunde gebraucht, um diese Grundkonstruktion jetzt hier fertigzustellen, weil mir halt auch wichtig ist, dass gerade jetzt... Aber das sind nochmal andere Stücke, ne? Die Grundpfeiler da schon ein bisschen Gewicht halten. Und dann werden jetzt gleich ordentlich kleinere Äste gesucht, die dann quer rangelegt werden. Ich habe hier auch ordentlich Moos. Damit kann ich das am Ende noch verkleiden und hoffentlich ein bisschen regendicht machen. Aber erstmal räume ich hier rundherum mal ein bisschen auf, dass ich da nachher auch meine Isomatte reinhauen kann, dass es auch schön muggelig wird, okay, ne? Das erinnert mich ein bisschen an das eine Video, was ich damals gemacht habe, wo ich auch so einen Lean-To-Shelter gebaut habe. Auch so ähnlich von der Größe und ja. Wird nachher meine Liegefläche und wie lang dann gewesen. Auf jeden Fall die Queräste sein müssen. Wenn die hier so liegen, kriege ich meinen Kopf auf jeden Fall gut darunter. Vorne raus ist noch ein bisschen Regenschutz. Also die Äste müssen gut ein, zwei Köpfe größer als mein Kürbis sein. Jetzt sammle ich erstmal. Ja, Materialsuche und Sammeln ist immer das, was am meisten Zeit kostet. Das können sich viele mal nicht vorstellen, die dann auch teilweise die Hauptserie gucken und sagen, warum hast denn du hier so und so und bla, mach doch einfach so und so. Ich denke mir so, Alter, du hast gar keine Ahnung, du hast noch nie sowas gebaut und warst noch nie draußen. Es ist so zeitintensiv, dieses ganze Material teilweise zu suchen, je nachdem, wo du bist. Ja, das fühle ich. Oh, die Mücken machen einem auf jeden Fall gut zu schaffen. Ich habe jetzt erstmal genug gesammelt und ich guck mal, wie weit ich damit komme. Ich will jetzt auch nicht zu viel sammeln und dann kann ich das ein bisschen genauer abschätzen. Okay, er hat da jetzt eine Klappsäge. Ist ja völlig fein, hat jetzt auch nichts mit der Challenge und der Flasche zu tun. Aber ich wollte gerade trotzdem mal gucken, die Säge würde man wahrscheinlich so eher nicht in die Flasche kriegen, so wie die aussieht von der Größe her. Messer noch am Start. Es wirkt sehr lang, ne? So weit bin ich bisher gekommen, noch nicht mal ganz die Hälfte und meine Äste sind weg. Ich brauche mehr, aber mir ist aufgefallen, ich brauche mehr von den dicken Dingern hier. Ja. Das geht schneller. Ja, mal so einen ganzen Baum hier an den Start bringen. Ob das hält? Ob das hält? Guck mal, hier sieht man jetzt auch schon so ein richtiges Learning, was ich während des gesamten Prozesses jetzt gehabt habe. Hier die dickeren, schönen, geraden Äste, viel enger aneinander. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt bald durch bin, weil Sonne geht bald unter. Und ich will ja eigentlich auch noch Moos raufkriegen auf das Ding, weil sonst ist es ja sowieso egal. Ich bin so weit gekommen. Oh, sieht aber gar nicht schlecht aus, ne? Aber trotzdem, hat wahrscheinlich jetzt ein paar Stunden gedauert.
Jetzt kommt aber eigentlich erst die fikelinsche Arbeit. Ich werde jetzt versuchen, das Moos hier hochzustapeln. Aber man glaubt gar nicht, wie viel körperliche Arbeit da drin steckt hier gerade. Das ist echt Wahnsinn. Okay, spannend, mit dem Messer das auszuschneiden. Und hier kann man jetzt schon sehen, dass das hier gut auf jeden Fall abdichtet. Ich frage mich bei dieser Moosgeschichte halt immer, habe ich das schon mal so gemacht mit Moos und wirklich getestet? Ich glaube nicht, ne? Weil das ist, also mit Moos kriegst du ja auf jeden Fall super krass dicht. Aber die Frage ist, wenn es jetzt regnet, das läuft ja nicht ab, oder? Das sickert doch dann, das saugt sich voll und tropft dann halt irgendwann durch. Aber Moos hat ja jetzt nicht die Wirkung, dass das wie ein Dach ist und dann einfach abläuft. Also es wird quasi so ein bisschen Nieselregen, wird es erstmal aufhalten. Aber wenn das richtig pisst, am Anfang bist du trocken drunter, dann saugt sich das komplett voll und dann tropft das einfach raus, oder? So, was meint ihr? Ich habe es jetzt einigermaßen gut hinbekommen. Läuft am Holz ab? Kommt, glaube ich, stark auf den Winkel vom Holz an. Es könnte dann auch aufs Holz laufen, teilweise am Holz so ein bisschen runter, vielleicht sogar auf die Innenseite, aber auf der Innenseite bleiben. Je nachdem, wie der Winkel ist. Hm. Mein allererster Versuch, so einen Shelter zu bauen. Wir gucken uns das morgen mal tagesfrisch nochmal ganz genau an. Ich werde mir jetzt erstmal meinen Schlafplatz einrichten und dann mache ich mir was zu essen. Ja, und heute mal wieder herzlich willkommen in Mertens Kitchen. Heute gibt es Nudeln mit Tomatensauce und Quinoa und Gemüse. Einmal einen schönen Eintopf hier. Das gönnen wir uns jetzt direkt gleich mal rein. Ich habe so einen Hunger. Das Wahnsinn. Doch, das machen wir doch, oder? Das sieht doch gut aus. Ach ja. Ach ja. Das ist ja köstlich. Es ist nun angerichtet. Okay, wie schläft er da? Ich habe meine... ich sehe es nicht richtig. Über eine Folie drunter oder was? Ein Schlafsack reingepackt als Kopfkissen. Und da schlüpfere ich mich jetzt gleich mal rein. Reinschlüppern. Das kann ich auch noch nicht. Geiler Begriff, reinschlüppern. Schlafsack geschafft. Die Temperaturen sind auf jeden Fall schon gut runtergegangen. Sind jetzt so 5, 6 Grad. Und ich muss auch sagen, das ist auch alles schon relativ doll hier gerade, ey. Das ist alles ganz schön doll. Aber ich werde jetzt einfach gleich mal eine Runde pennen und wir sehen uns morgen und dann schauen wir uns das Shelter nochmal an. Zucker Oi. Oh, hier, schöne Timelapse aufgestellt. Ah, guck mal, jetzt sogar noch so eine Supporter-Säule dazwischen gestellt, okay. Ja, guten Morgen. Es ist 6:30. Ja, wie war die Nacht? Ich sag mal, durchschnittlich. Ich bin häufiger wach gewesen. Hier war ordentlich was los in der Gegend. Das ein oder andere Tier ist hier definitiv rumgepoltert. Kam ein Bärchen vorbei? Ich würde sagen, etwas größere Tiere. Ich habe jetzt gerade eben mit der Handycam kurz eine Sekunde noch das Wildschwein aufgenommen, was hier so 60, 70 Meter entfernt einmal vorbeigedüst ist. Ich kann das mal versuchen, kurz einzublenden. Aber wir wollten uns ja bei Licht nochmal das Shelter anschauen. Tada! Ich finde eigentlich, das sieht ziemlich schön aus. Abschließend möchte ich jetzt noch einmal sagen, ich würde es so extrem feiern, bei der dritten Staffel von Seven Wars Wild mit dabei zu sein. Ich würde es zeitlich hinbekommen, ich würde 100% geben und man könnte sich definitiv auf mich verlassen. Ich hätte euch auch gern noch viel mehr gezeigt, aber ich wollte mich natürlich auch an die 7 Minuten Vorgabe für das Video halten. Ja, wenn ihr noch mehr sehen wollt, kommt doch gerne auf meinem Kanal Mölten will raus vorbei und dann sehen wir uns da. Ich freue mich drauf. Ciao. So, wir blenden das nochmal ein hier. Ja, also ich finde, für den ersten Shelter sieht das doch gar nicht schlecht aus. Ich bin natürlich immer so ein Typ, aber das ist super Geschmackssache. Ich sehe das natürlich dann irgendwie alles ordentlich auf eine Länge und so weiter. Das sieht dann fast schon so ein bisschen künstlich aus, aber ich feiere irgendwie diesen Stil, wenn das so richtig alles komplett akkurat auf Maß ist und so weiter. Kostet natürlich einfach unnötig Zeit, ist völliger Quatsch. Aber tatsächlich würde mich das wirklich mal interessieren mit der Regengeschichte, wie dicht das Ganze ist mit dieser Technik, ne? Wenn man das einfach nur so macht, in einem gewissen Winkel, was sind das jetzt hier vielleicht? Haben wir zwischen 20 und 30 Grad, würde ich schätzen, 30 Grad so vielleicht. Also 45 sind es auf jeden Fall nicht. Ja, spannende Geschichte, cooler Shelter. Und wir gucken mal, wie die Bewertung from the Community abgeht. Neue Abstimmung. Okay. Kennt ihr den schon aus seinen Rapper-Zeiten und wusste nichts von seiner Survival-Seite? Mega sympathischer Typ. Ja, warum nicht? Ruhig sympathisch, scheint sehr sozial zu sein. Gesellig, ja von mir.
Gut, aber nicht überzeugend, geht mehr. Sympathisch, ja, weil sympathico und nicht so drüber. Norddeutscher, deshalb ja, hey, sympathisch, cooles Video und angenehm. Ich denke, er würde passen. Das ist ein interessanter Typ. Leider hat er etwas verwendet, was er nicht mitnehmen kann. Aber naja, ist ja trotzdem das erste Mal. Ja, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, dass er jetzt irgendwie deine Säge benutzt hat, die nicht in die Flasche passt. So, das ist ja egal, das war ja nicht Teil jetzt der Challenge. Hat mich jetzt nur privat interessiert. So, es ging ja darum, einfach das erste Mal das zu machen. Der Mann kriegt ein Ja, weil er ganz normal und authentisch ist und es wirklich geschafft hat, einen brauchbaren Shelter alleine zu zimmern. Und er hat wirklich drin geschlafen. Darum geht es doch. Und das hat er professionell und ohne TikTok-Attitude eingefangen. Ja, man merkt ja schon echt, wie die Welten so auseinanderklaffen. Ne? Okay, Milton will raus, hat an dieser Stelle 80% Ja bekommen. Schaut auf jeden Fall gern bei ihm auf dem Kanal vorbei. Hey Leute, grüß. Für diverse andere Sachen. Oh, hat sich auch für einen Arctic Warrior damals beworben, sehe ich gerade. Genau, ein paar Videos sind hier irgendwie online, bisschen Biwak, 240 Kilometer Bikepacking-Tour, dies, das. Genau, check das auf jeden Fall aus und danke dir für deine Bewerbung.